Wir sind gerade auf meinem Dach in 12 Meter Höhe. Hier oben seht ihr meine Starlink-Schüssel. Und wir müssen heute mal über das Thema Stromverbrauch sprechen. Der ist nämlich, muss ich echt schon anteasern, nicht zu vernachlässigen. Mein Name ist André von eFieber und heute klären wir wirklich mal im Detail, wie viel verbraucht eigentlich diese kleine Schüssel da oben an Strom. Im Vergleich zu einem, der jetzt normales DSL hat mit einem Router, ist das wirklich, ich muss es echt so sagen, gravierend. Also das ist eine Summe, die im Monat am Ende rauskommt, die nicht zu vernachlässigen ist. Ich habe jetzt die Erfahrung sammeln können, will die mit euch teilen. Nach dem Intro geht's los. So Leute, hier ist ziemlich sumpfig, aber bevor ich jetzt wirklich euch mal zeige, wie ich den Stromverbrauch gemessen habe, seht ihr hier die Schüssel. Die habe ich einfach hier an einem ehemaligen Satellitenschüsselhalter im Prinzip installiert mit einer 3 Meter Verlängerung. Ich glaube, ganz so hoch müsste ich gar nicht, aber bis jetzt hält das seit 4 Monaten und da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. So, da oben diese Schüssel, die ist eine, ich sag mal, ein kleiner Stromfresser, so will ich es echt nennen. Das heißt aber nicht, dass ich mit Starlink, also mit dem Satelliteninternet an sich unzufrieden bin. Also ich wusste es ja direkt schon vorher, wenn man mal das Handbuch reinblättert, da wird ja auch gesagt, okay, Leute, passt auf, wenn ihr es installiert. Die Stromkosten können sich erhöhen im Vergleich zu jemandem, der einen Router hat mit DSL. Und das ist tatsächlich so, wir werden das heute explizit herauskristallisieren. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich zufrieden. Und genau, das habe ich fast vergessen, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass die monatlichen Kosten sich jetzt schon wieder reduziert haben. Das heißt, wir sind jetzt für Starlink nicht mehr bei 65 Euro, sondern nur noch bei 50 Euro. Und die Hardwarekosten haben sich auch nochmal reduziert. Also es ist an sich eine sehr interessante Geschichte, gerade wenn man auch ein bisschen Unabhängigkeit schaffen möchte im Vergleich jetzt zu den kommerziellen Telekom, Vodafone und wie sie alle heißen. So Leute, ich versuche jetzt hier mal wieder reinzukrabbeln, ups, ohne hier runter zu fallen und dann geht's weiter im Programm. So Leute, Türchen zu und ihr seht jetzt hier im Prinzip aus dem kleinen Löchlein das Starlink-Kabel rauskommt. Das geht dann hier oben lang, ding, 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 geht immer weiter und wir sind jetzt nämlich gerade auf meinem Dachboden und dann seht ihr hier schon den Router stehen. Das ist ein Starlink-Router. Im Prinzip habe ich den deaktiviert, weil ich die Fritzbox nutze. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Und dann seht ihr auch direkt, wie ich das gemacht habe mit dem Stromverbrauch messen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal schauen, da geht es direkt das Licht an. Wir haben hier die Fritzbox. So. Das heißt, ich habe das über einen Ethernet-Adapter, den braucht ihr, das ist der da, dieses Teil angeschlossen. Und dann seht ihr hier das Internetkabel im Prinzip in die Fritzbox gehen. Das heißt, ich nutze nicht den originalen Router. Vom Verbrauch sind die beiden aber sehr identisch und vergleichbar. Und jetzt kommen wir aber mal zu meiner Apparatur. Jeder Elektriker würde jetzt sagen, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun, aber wir wollen ja Qualität liefern und da muss man auch mal sowas leisten. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, hier ist im Prinzip das Kabel von der Satellitenschüssel, was runterkommt. Das bedeutet, das betreibt auch Starlink an sich. Und ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich hier der Stromfresserkabel, nenne ich es mal. Das heißt, ich habe das hier getrackt mit einer WLAN-Steckdose. Und dann habe ich die ganze Apparatur, das heißt der Router, die Fritzbox, mit Starlink kombiniert, auch nochmal hier drüber gemessen. Das ist eine EchoFlow Smart Plug Port, kann ich es nennen. Das heißt, ich habe dieses komplette System über meine Powerstream laufen mit meinem Hausspeicher. Also eine ganz interessante Geschichte. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wie das Kombination mit meinem Solar funktioniert. So, aber so ist erstmal die Erklärung. Das heißt, wir haben hier zwei Messmethoden. Einmal messen wir nur Starlink und einmal messen wir komplett mit Router alles und können dementsprechend dann auch rauskristallisieren, wie ist der Verbrauch nur von der Fritzbox, wie ihr es zum Beispiel habt mit DSL von Vodafone oder Telekom und wie ist der Verbrauch in Kombination mit Starlink. Das schauen wir uns jetzt mal an. So Leute, wir sind jetzt an meinen Computer gesprungen, denn hier kann ich euch das an meinem Handy wirklich schön zeigen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen und ihr solltet jetzt auch meinen Bildschirm sehen. Das heißt, wir haben oben links einmal die Smart Life App. Mit dieser Messeinheit, diese Weise, habe ich im Prinzip den Stromverbrauch von Starlink gemessen und unten mit der EchoFlow, die App brauchen wir, um das komplette System mal uns anzusehen, wie ist der Stromverbrauch von Starlink und Router. Wir fangen mal an nur mit Starlink. Das heißt, ich gehe in die Smart Life App rein und dann sehen wir direkt auch schon, ich habe hier unten meine WLAN-Steckdose, die nennt sich Starlink. Da gehe ich auch mal rein.
Die ist auch gerade aktiv, das ist gut so, weil sonst hätten wir jetzt kein Internet. So, und jetzt sehen wir hier ziemlich viele Zahlen. Und ich kann euch sagen, ich habe Starlink jetzt seit 4 Monaten, hab's aber erst richtig getrackt, so sagen wir mal Mitte September. Deswegen seht ihr hier, im September ist der Wert nicht ganz so hoch wie im Oktober. Es liegt einfach daran, wenn wir mal reinschauen, dass ich, wie gesagt, ihr seht es hier, erst am 5.9. angefangen habe zu testen. Und jetzt, wenn wir hier mal so durchscrollen, seht ihr schon mal grob, wo wir hier landen am Verbrauch. So, ich gehe jetzt aber mal in Oktober, um wirklich mal einen kompletten Monat abzudecken. Das heißt, wir starten mit dem 1.10. und gehen dann wirklich hinter bis zum 31.10. Also mich hat es selber mal interessiert, wie ist denn wirklich der Stromverbrauch von Starlink? Und da kann man echt sagen, pro Tag verbraucht ihr knapp 1 Kilowattstunde an Strom. Das heißt 1000 Watt. 1000 Wattstunden, besser gesagt, 1000 Wattstunden, genau. So, das heißt, könnt ihr euch schon mal ansehen, wir haben jetzt für Oktober exakt 31 Kilowattstunden verbraucht. So, nur durch Starlink, nur dass die Schüssel oben an ist und Internet hin und her schiebt über die Satelliten. Das ist ganz wichtig zu sehen. So, das heißt, wenn wir uns gleich mal die Kosten auch ausrechnen, 31 müssen wir dann rechnen, 31 Kilowattstunden mal 0, was nehmen wir von Durchschnitt, 0,3, was habt ihr da draußen, 0,3, 0,4, nehmen wir mal an 0,3. Das heißt, wir rechnen jetzt 31 mal 0,3 und da kommen wir auf einen Wert von sage und schreibe 9,30 Euro. Das bedeutet, zusammenfassend, nur dass die Schüssel oben läuft, ohne Router jetzt, der Router ist gar nicht einkalkuliert, nur die Schüssel jetzt, sind wir bei knapp 10 Euro im Monat an Stromkosten. Im Jahr sind das mal schnell 120 Euro. Das muss euch klar sein. Nichtsdestotrotz, das System ist geil. Ich fühle es einfach, ich merke, und das kann ich schon anteasern, jedes Mal, wenn eine Falcon Heavy Rakete neue Satelliten hochschießt und ihr dann am Himmel diese Kette seht, genau dann merke ich auch, wie schnell das Internet auf einmal ist. Jetzt müssen wir natürlich aber mal rauskristallisieren, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt den Router dazu nimmt? Wie viel verbraucht der Router? Und da müssen wir jetzt mal zurückgehen, eine Ebene. Wir merken uns hier die 31 Kilowattstunden. Und jetzt gehen wir zurück in mein Fach, und zwar EcoFlow. Und da sehen wir, ich habe es schon mal aufgemacht, da sehen wir im Prinzip den Smart Plug, der sich hier unten Router Starlink nennt. Den klicke ich mal an. Der ist auch aktiv. Muss ja sein, sonst ist Verbindung weg. Und da sehen wir direkt auch, das komplette System verbraucht gerade 53 Watt. So, das ist eine Momentaufnahme. Also jetzt aktuell verbraucht der Router mit Starlink 51, 52, 53 Watt. Wenn wir jetzt nochmal hier zurückspringen in die Steckdose rein und gehen auf Statistik, da sehen wir 38 Watt. Das heißt, wir gucken es uns mal an, 49 Watt bzw. 50 Watt verbraucht Router mit Starlink. Und nur die Satellitenschüssel oben verbraucht 33 Watt. Also da habt ihr schon mal eine Orientierung, wo wir hier landen, wa? Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in EcoFlow, gehe hier rein und wir sagen jetzt mal, wir wollen uns mal anzeigen lassen, den Tagesverbrauch. Dann sehen wir hier, Tagesverbrauch. Dann sehen wir hier, ich habe pro Tag 1,27 Kilowattstunden verbraucht. Router mit Starlink, das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt wissen, okay, Starlink alleine hatte vorhin 1 Kilowattstunde verbraucht pro Tag, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel jetzt nur der Router verbraucht. Das sind nämlich um die 200 Wattstunden. Das heißt, ist vielleicht ein Viertel von dem Verbrauch vom Starlink. Also das ist schon krass, muss man echt sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Monat Oktober einen Gesamtverbrauch gehabt von 38,94 Kilowattstunden. Das heißt, mein Router verbraucht im Monat ungefähr um die 10 Kilowattstunden. Das heißt, die Leute, die jetzt normal DSL nutzen, könnt ihr selber mal nachmessen. Ihr müsstet einen Verbrauch ungefähr, ich sag mal zwischen, ja, hart gesagt zwischen 5 und 10 Kilowattstunden haben. Und Starlink alleine haut rein mit 30 Kilowattstunden. So, das muss man nur mal auf dem Schirm haben. Und wenn wir jetzt hier Oktober mal sehen, habe ich im Prinzip, wenn wir jetzt hier mit 39 mal 0,3 rechnen, bin ich bei 11 Euro im Monat, was ich an Stromkosten habe, Router mit Starlink. Und ich sag mal so 9 Euro, 10 Euro sind dann alleine nur von der Schüssel. Also das ist schon nicht zu vernachlässigen, muss man echt so sagen. Das muss man einfach wissen und das war mir einfach auch mal wichtig, euch zu zeigen. 11 Euro im Monat klingt nicht viel, also das verträgt jeder. Aber wenn man jetzt nur einen Router hätte mit DSL zum Beispiel, dann wären wir gerade mal bei 2, 3, 4 Euro.
ach, nicht mal 3 Euro vielleicht, war. Das muss man einfach wissen, dass man da jetzt Faktor 3, Faktor 4 mehr bezahlt. Und das war, das wollte ich euch einfach auch mal zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, wie sieht das aus mit im Prinzip der Verbindung, wie schnell ist es jetzt und sowas, dann schreibt es unten in die Kommentare, machen wir mal ein Video zum Speedtest über den Oktober jetzt, über den September und jetzt Anfang November. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.